Wir suchen einen Menschen, der eine ausgeprägte Sozialkompetenz hat, bestenfalls schon Erfahrungen mit dem Thema Inklusion, Barrierefreiheit gesammelt hat. Ein Mensch, der engagiert ist und Lust hat, die Zivilgesellschaft und die Stadtgesellschaft hier in Karst mit zu beeinflussen und den Weg zu ebnen zu einer barrierefreieren und inklusiveren Stadt. Die Aufgaben sind überwiegend Kommunikation. Einmal Kommunikation mit betroffenen Gruppen und mit betroffenen Personen. Die Kommunikation in lokale und überregionale Verbände, Vereine, die sich mit den Interessen, mit der Durchsetzung der Interessen von Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und auch die Kommunikation in die Verwaltung und in die Politik. Die Position des ehrenamtlichen Beauftragten für Menschen mit Behinderung ist deshalb so wichtig, weil das Thema Inklusion und Barrierefreiheit so wichtig ist. Es ist ein komplexes Themengebiet, vielschichtig, und es braucht einen engagierten Menschen, der sich in der Tiefe auskennt mit den Themen und ein Bindeglied darstellt zwischen Verwaltung, Politik und vor allem der Zivilgesellschaft. Aufgeschlossen, engagiert, jemand, der vielleicht auch eine gewisse Kreativität mitbringt, Ideenreichtum und ja, ein gewisses Portfolio an Kenntnissen rund um das Thema Barrierefreiheit und Inklusion. Und sehr, sehr gerne kann und soll es auch ein Mensch sein, der selber eine Behinderung hat oder eine chronische Erkrankung und dementsprechend auch aus der betroffenen Perspektive an uns berichten kann und Empfehlungen aussprechen kann.